So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild RP. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier bei uns in Königsberg zu einer erneuten Drückjagd. Und ja, wir machen heute nur ein kleines spontanes Treiben. Ich hoffe, es wird trotzdem erfolgreich. Sicherheitsbelehrung, denkt an Kugelfang, achtet im Hintergrund, dass da keiner ist. Nicht zu Nachbarschützen schießen, nicht auf Schnuffi schießen. Quarz benutzen wir gar nicht. Also darauf braucht ihr nicht achten. Steine sind auch kein Kugelfang, genauso wie Wasser. Ihr wisst, ist bewachsener Boden. Denke mal, das sollte alles klar sein. Rehwild, Dammwild wird nicht flüchtig beschossen. Ganz wichtig, krankes Wild darf natürlich trotzdem beschossen werden. Auch wenn es nicht freigegeben ist. Und Erste-Hilfe-Set bitte dran denken, falls jemand sich verletzt, mitnehmen, Funkgerät, dass ihr euch verständigen könnt. Und sonst denke ich mal, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Freigaben sind Rotwild, weiblich alles frei und männlich Stufe 5 und 6 maximal ein. Dann Dammwild, weiblich alles frei, Schwarzwild alles frei, denkt an die Leitbarren, dass ihr die nicht schießt oder zuletzt. Rehwild, weiblich, alles frei. Böcke sind nicht frei. Raubwild, alles frei. Wisente nicht frei. Kaninchen nicht frei. Gänse nicht frei. Fasane nicht frei. Und bei den 5er und 6er Rothirschen denkt an nur Kronen, lose oder einseitig Kronenhirsche schießen. Aber denke ich mal, sollte auch selbstverständlich sein. Ich werde euch alle anstellen. Edgar wird das Ganze treiben. Und falls es keine Fragen oder Anmerkungen geben sollte, wünsche ich euch allen viel Weidmannsheil und wir gehen los auf die Stände. So, da sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir haben ja nur ein kleines Treiben gemacht. Es war
ganz okay erfolgreich, würde ich sagen. Für ein Treiben ist es okay. Es sind 19 Stücken wild. Wir haben das Treiben ja schon mal gemacht, diese Staffel. War klar, dass nicht so viel drin sein wird, aber wir wollten vor allen Dingen nochmal ein bisschen Rotwild bejagen und auch Schwarzwild, was jetzt nicht so gut geklappt hat, aber egal. War auch drin, aber leider nicht so viel. Wir haben insgesamt 19 Stücken Wild erlegen können, das ist schon mal ganz gut. Jagdkönig sind Peter und meine Wenigkeit geworden mit jeweils 5 Stücken Rotwild. Genau. Sonst denke ich mal, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich, dass alle wieder heil angekommen sind. Und mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, allen anderen auch. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Würden wir uns alle drüber freuen. Falls ihr auch mal bei einer Drückjagd mitmachen wollt, kommt gerne auf unseren Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.